Ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich komme ein Stück runter. Wir wollen ja nah beieinander sein. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir treffen uns hier in einer Situation, wo Bewegung in die Umfragen gekommen ist. Die Tatsache, dass der Vorsitzende der SPD nicht antritt als Spitzenkandidat, hat der ein Umfragenhoch beschert. Nun mag so mancher denken, das liegt allein an der Genialität von Martin Schulz. Es ist von einem Schulz-Hype die Rede. Andernorts ist von Kanzlerin-Dämmerung die Rede. Und ich sage, was jetzt passiert, bringt eine Dynamik in den Wahlkampf, die nicht nur spannend ist, sondern in der auch für uns was Ermutigendes drinsteckt. Weil ich glaube, dieser hohe Zuspruch zur SPD, der ist doch nicht darin begründet, dass Martin Schulz bisher so ein total linker Typ war, der so unendlich viel für soziale Gerechtigkeit gemacht hat. Ja, ich meine, wir wissen das, wenn man sich anschaut, wie er im Europaparlament agiert hat, dass er eher der Manager der GroKo war. Aber den hohen Zuspruch, den es jetzt gibt für die SPD, der ist Ausdruck für was anderes, nämlich Ausdruck für den Wunsch, dass es eine Alternative zu Merkel gibt, und zwar eine Alternative links von Merkel. Und in dieser Auseinandersetzung, was zu tun ist für mehr soziale Gerechtigkeit, da haben wir als Linke richtig was zu liefern. Und ich finde, wir sollten im Wahlkampf immer wieder ausstrahlen, es geht wirklich um was. Es geht auch um eine Richtungsentscheidung. Wird es in diesem Land weiter sozusagen eine ausgelaugte große Koalition geben, womöglich noch mit einem Kanzlerwechsel? Wird es eine weitere Rechtsverschiebung in diesem Land geben oder gelingt ein Aufbruch hin zu sozialer Gerechtigkeit und Einstieg in eine aktive Friedenspolitik? Und wir stehen natürlich für Letzteres. Und wenn wir uns die Parteienlandschaft anschauen, so kann man sagen, die CDU hat ein Problem. Die wirkt ideenlos. Also früher konnte man Angela Merkel noch dafür kritisieren, dass sie die falschen Ideen hat. Jetzt hat sie gar keine mehr. Schauen wir uns die Situation der Grünen an. Die Grünen haben sich ja so schön behaglich eingerichtet. Wir halten Äquidistanz in alle Richtungen. Sie setzen auf schwarz-grüne Schmeicheleien, haben auch eine entsprechende Personalentscheidung getroffen. Ich finde, mit dieser Entscheidung wirken die Grünen wie eigenartig aus der Zeit gefallen und können gerade mit der jetzigen Dynamik überhaupt nicht umgehen. Und zur SPD ist zu sagen, ja, ohne eine starke SPD wird es einen wirklichen Kurswechsel in diesem Land nicht geben. Das ist gut. Das Problem ist, die Punkte, die sie jetzt stark machen, greifen natürlich viel zu kurz. Und wir werden ja morgen, ihr werdet ja eher morgen über das Wahlprogramm reden, aber aus aktuellem Anlass muss ich doch auf zwei Punkte eingehen. Denn das, was unter Arbeitslosengeld Q jetzt verhandelt wird, das hat ja viele Menschen angesprochen. Ich sage aber, wenn man genau hinschaut, das Genialste ist die Überschrift. 48 Monate, da denkt ja jeder Mensch, ich bekomme dann 4 Jahre Arbeitslosengeld 1. Um das zu bekommen, musst du aber ein gewisses Alter haben und du musst das Glück haben, eine Qualifizierungsmaßnahme angeboten zu bekommen, die 2 Jahre geht. Wer von euch kennt einen Erwerbslosen, der eine Qualifizierungsmaßnahme von 2 Jahren angeboten bekommen hat? Ja, also ein paar gibt's. Das sind in der Regel jüngere Leute, wo das dann verbunden ist mit einer Umschulung, zum Beispiel in Pflegebereiche, aber in der Regel sind die 3 Monate oder 6 Monate. Das heißt also, was die Überschrift andeutet und verspricht, wird schon durch das Konzept nicht eingehalten. Und hinzu kommt, dass das, was wirklich den Kern auch von Hartz IV ausmacht, das Setzen auf Angst, auf das permanente Damoklesschwert der Existenzangst, die Hartz IV-Sanktionen, die sind gar nicht in Angriff genommen worden. Und da sind wir als Linke eine verlässliche Kraft und ich finde, wir sollten auch immer wieder deutlich machen, wir sind da die Trendsetterin. Wir haben das Thema immer wieder beharrlich hochgehalten. Also, Martin Schulz' Versprechen in Richtung mehr soziale Gerechtigkeit lässt sich nur mit einer starken Linken einlösen. Das sollten wir allen sagen, die sich jetzt sozusagen interessiert anschauen, was bei der SPD passiert. Ohne eine starke Linke kann man garantiert davon ausgehen, dass die SPD nach der Wahl vergisst, was sie vorher versprochen hat. Und darüber hinaus, denke ich, sind wir die Kraft, die wirklich verlässlich auf Reichtumsbegrenzung setzt. Und das nicht nur mit irgendwelchen Kritiken oder Beschwerden, sondern auch in den konkreten Maßnahmen. Da lassen wir uns nichts vormachen. Und wir sind die Kraft, die natürlich ganz entschieden sagt, jedes Setzen auf militärische Intervention ist ein weiter so in der Spirale der militärischen Eskalation. Und ich weiß nicht, wie es euch geht in den Kreisen. Ich habe jetzt bei verschiedensten Veranstaltungen immer wieder von einem Wort gehört. Gerade von Menschen, die ein bisschen mehr Lebenserfahrung hatten, die sagen, es geht wieder eine Kriegsangst um.
So, man kann die Situation nicht eins zu eins verteilen, aber dieses Gefühl, dass Panzertruppen nach Osten verlagert werden, wo Deutsche das Oberkommando machen, das fühlt sich für sie einfach falsch und bedrohlich an. Und in so einer Situation, wo das Säbelrasseln wieder Konjunktur hat, eine verlässliche Kraft für Frieden zu sein und ganz klar auszustrahlen, wir sind die Kraft, die niemals Ja zu Kriegseinsätzen sagt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ein weiterer Punkt. Also natürlich kämpfen wir um jede Verbesserung. Ich muss euch kurz was erzählen, weil mich das noch sehr bewegt. Wir haben heute im Bundestag einen Antrag als Linke zur Abstimmung gestellt. Da ging es um Umgangsmehrbedarf. Ist nur ein kleiner Punkt. Es geht darum, dass die Kinder, deren Eltern getrennt leben und die beide auf Hartz IV angewiesen sind, ein bisschen mehr Geld bekommen. Maximal 100 Euro im Monat mehr. Das ist nicht viel und das betrifft Kinder, die wirklich schon in schwierigen Situationen sind. War natürlich nicht drin, ne? Von Seiten der CDU. Und vor allen Dingen, wie die darüber gesprochen haben. Da fallen so Sätze von Seiten der CDU, diese Lebensform, die wollen wir so auf Dauer nicht dulden. Ja, du merkst auch, was für eine Verachtung gegenüber gewissen Bevölkerungsgruppen daraus spricht. Ja? Und da sagen wir immer wieder Nein dazu. Also wir kämpfen wirklich um jede kleine Verbesserung. Aber wir wissen auch, dass im Rahmen des kapitalistischen Wirtschaftssystems das an seine Grenzen stößt. Und nun werden wir nicht versprechen, dass wir irgendwie ein Kapitalismus-Abschaffen-Gesetz in den nächsten 4 Jahren im Bundestag zu Papier bringen, geschweige denn, dass wir es durchsetzen. Aber deutlich zu machen, dass es mit uns eine gesellschaftlich relevante Kraft gibt, die das anspricht. Und das äußert sich in ganz unterschiedlichen Art und Weisen. Dass wir bei Fluchtursachen auch mal darüber reden, dass eine der grundlegendsten Fluchtursachen die kapitalistische Weltwirtschaftsordnung ist. Oder dass wir, wenn ein Film wie der junge Karl Marx in die Kinos kommt, erst parteigemeinsam in den Kreisen, ich glaube in vielen Kreisen war das so, dass wir gehen da gemeinsam hin, wir übernehmen Filmpatenschaften, das ist für uns auch ein Teil einer gelebten Kultur, an eine andere, an eine sozialistische Tradition zu erinnern und dazu Texte zu lesen und darüber auszutauschen, das finde ich ist gut und das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, gerade auch in den Kreisen. Nun soll es heute um die Kampagne gehen und deswegen will ich nochmal Bilanz ziehen. Also gestartet ist ja die Kampagne am 1. Mai 2015. Über ein Drittel aller Kreisverbände haben sich regelmäßig mit Aktionen daran beteiligt. Wir hatten nach einem Jahr so eine erste Konferenz, um Zwischenbilanz zu ziehen. Die war sehr realistisch, aber auch immer nicht sehr gut. Wir haben es geschafft, über 1500 neue Kontakte auch zu sozial engagierten Menschen zu knüpfen. Und ich bin mir bewusst, dass das nicht überall so euphorisch aufgenommen wurde. Manche haben sich beschwert, das ist eine zusätzliche Belastung, andere haben gesagt, das ist uns nicht hip genug. Ich will noch mal daran erinnern, was die Kampagne alles geleistet hat und was unser Anliegen damit war. Erstens, wir wollen natürlich die Kampagnenfähigkeit bei uns verbessern. Das heißt auch immer wieder selber uns zu üben, einen Gegnerbezug herzustellen. Nicht nur zu sagen, was für schöne Dinge wir wollen, sondern wer dem im Weg steht, auch zu überlegen, wie man Sachen zuspitzen kann und weiterentwickeln kann. Zweitens wollten wir damit andocken an Alltagsproblemen. Sachen, die aufscheinen, ja, wo du keinen Doktor haben musst oder 1000 Texte gelesen haben musst, die du einfach, wenn du im Krankenhaus bist, mit eigenen Augen sehen kannst. So. Anknüpfen an sozialen Kämpfen. Dritter Punkt. Natürlich gibt es unter uns gelegentlich Kontroversen. Soll im besten Kreisverband vorkommen, habe ich mir sagen. Das ist gut, das ist Teil einer lebendigen, einer pluralistischen Partei. Aber über all diese Kontroversen hinaus tut es doch Not, dass jeder Genosse, jede Genossin und wenn sie Mitternacht geweckt wird, wenigstens 5 Punkte weiß, wo alle in der Partei sagen, ja, darum kämpfen wir gemeinsam, immer wieder. So. Und diese 5 Forderungen, denke ich, haben wir in die Kampagne reinbekommen. Und viertens war es uns ganz wichtig, soziale Themen und konkrete soziale Forderungen stark zu machen. Natürlich ist die Nachrichtenlage einer Extremkonjunktur unterworfen. Also Bernd, ich, Matthias, andere von uns können sich nicht immer aussuchen, zu welchen Themen man Zitate abgibt. Ja? Also ich meine, wir versuchen das bei jeder Pressekonferenz, was zu so Sozialen zu sagen. Am Ende wunderst du dich, dann kommen die Sachen, die zur Türkei, zum Terror, zu Geflüchteten, zu Krisen, zu allen möglichen, zu Fake News, wirst du befragt, aber zur sachgrundlosen Befristung, das wird dann immer komischerweise rausgeschnitten. Also die Nachrichtenkonjunktur ist nicht immer im Interesse von sozialen Themen, aber wir wollten sie unabhängig dieser Konjunktur stark machen, gesellschaftlich machen und manchmal erinnert diese Arbeit an das, was Rosa Luxemburg beschrieben hat als Maulwurfsarbeit. Das ist immer wieder den Boden auflockern und dann kann es einen Moment geben, wo das Ganze zum Tragen kommt. Genau das war das Anliegen unserer Kampagne. Und ja, linke Klassenpolitik braucht einen langen Atem
Und es ist schön, wenn wir ausstrahlen, wir haben diesen langen Atem. Die Kampagne hatte verschiedene Höhepunkte. Zum Beispiel unseren Einsatz gegen Hartz-IV-Sanktionen, Kaffee statt Sanktionen. Das war echt ein Renner vor dem Jobcenter. Ich weiß noch, das ist eine der meistgestellten Fragen, die Bernd und Werden mal nicht, kann man das finanzieren, sondern könnt ihr das auch durchsetzen? Es gibt auch eine echte Erwartungshaltung, dass wir das durchsetzen. Oder wie wir vor kurzem mit dem Mietai unterwegs waren. Und damit haben wir ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Zunehmende, sozusagen, Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Ja, und dafür gibt es Gründe. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen und das liegt auch nicht an den Geflüchteten, die hierher gekommen sind. Gab es 2002 noch 2,5 Millionen Sozialwohnungen, so ist inzwischen deren Zahl auf 1,5 Millionen runtergegangen. Die Mietpreisbremse, für die die SPD sich gefeiert hat, ist ein echter Rohrkrepierer geworden. Wir als Linke sagen hier ganz klar, die Schlupflöcher, die es gibt, muss man stopfen, damit sie wirklich wirkt. Ich habe mich erst gestern mit dem Mieterbund zusammen mit Karin Ley getroffen und wir waren wirklich ein Herz und eine Seele und waren uns einig, die Modernisierungsumlage muss weg. Das ist vor allen Dingen sozusagen eine Ausrede, um den Leuten die Mieten hochzutreiben und Menschen zu verdrängen. Und wir wollen diese Verdrängung nicht. Und ich denke, vielleicht noch ein Gedanken, weil ich finde, dass sich an der Wohnungsfrage auch sehr gut deutlich macht, welche Prioritäten eine Partei setzt. Wir haben immer gesagt, Wohnen ist ein Menschenrecht, aber Spekulation mit Wohnen, das ist kein Menschenrecht. Und deswegen wollen wir alles Mögliche in die Wege leiten, um Spekulation mit Wohnungen so schwer wie möglich zu machen, wenn nicht sogar ganz zu unterbinden. Einen besonderen Nerv haben wir getroffen mit dem Kampagnenstrang gegen den Pflegenotstand in den Krankenhäusern. Ich glaube, ihr kennt alle die Zahlen, 3/4 aller Pflegekräfte in Krankenhäusern sagen, wenn die Arbeitsbedingungen so bleiben, schaffen sie es nicht bis zur Rente. Ja, da braucht man sich doch über Personalmangel sozusagen, braucht man doch gar nicht nachfragen, was die Ursachen dafür sind. Wir haben das in verschiedenen Gesprächen mit Betriebsräten oder Personalräten immer wieder gehört, sagen, wenn die Personaldecke so dünn ist, wird der Dienstplan schnell zur Makulatur und der Krankenstand wächst, eben beim Personal. Und es ist kein Wunder, wenn die Arbeit am und mit dem Menschen nur noch im Minutentakt stattfindet, dann kommt der Mensch unter die Räder auf beiden Seiten. Und deswegen machen wir immer wieder klar, mehr von euch ist besser für alle. Wir haben natürlich auch in der Kampagne nochmal schön Zahlen und Argumente rausgearbeitet. Also das war auch für mich neu, nochmal zu sehen, dass Deutschland im internationalen Vergleich diesbezüglich wirklich schlecht dasteht. In Deutschland kümmern sich im Durchschnitt 12 Pflegekräfte um 100 Patientinnen und Patienten. In England ist die Zahl bei 22,5, in den Niederlanden bei 30, ja, in Norwegen liegt die Zahl sogar bei 53 Pflegekräften, die sich um 100 Patientinnen und Patienten kümmern. Und ist doch offensichtlich, wenn das Personal so eng bemessen ist, wenn so ein Pflegenotstand herrscht, dann heißt das, dass keine Zeit für Patienten und deren Angehörigen ist und das zu einem Zeitpunkt, wo Patientinnen und Angehörige besonders viel Zuwendung, besonders viel Aufklärung brauchen. Wir wissen, dass der Zeitmangel zwischen ein Ausmaß angenommen hat, dass es viele nicht mehr schaffen, sich zwischendurch die Hände ordentlich zu waschen oder irgendwelche Hygienestandards einzurichten. Kein Wunder also, dass so mancher sagt, in den Krankenhäusern tickt wirklich eine tödliche Zeitbombe. Und nicht erst durch Studien, sondern kann man sich ja mit gesundem Menschenverstand herleiten, aber es ist auch durch Studien bewiesen, dass je besser die Personalausstattung ist, desto besser sind die Überlebenschancen eines operativen Eingriffs. Das heißt also, der Pflegenotstand jetzt führt zur Lebensgefahr im Krankenhaus und Krankenhäuser, das Gesundheitswesen, sollten Menschen helfen beim Gesundwerden, aber sie nicht krank machen. So. Liebe Genossinnen und Genossen, wir werden heute noch weiter beraten über die nächsten Schritte der Kampagne und was da zu tun ist. Ich möchte abschließend noch auf ein weiteres Problem eingehen, und zwar die Frage, wie umgehen mit dem wachsenden Rassismus, wie umgehen mit dem wachsenden Rechtspopulismus. Ich bin ja sehr froh, dass nicht mehr aller öffentlicher Fokus auf der Partei liegt, die das Blaue vom Himmel verspricht und dann doch einen ganz anderen Farbton liefert, nämlich eher braun.
Nichtsdestotrotz, und das ist gut, das ist auch eine Entwicklung der gegenwärtigen Dynamik. Der Fokus verschiebt sich, es reden nicht mehr alle über die Themen der AfD, es wird viel mehr über soziale Gerechtigkeit gesprochen. Und trotzdem wissen wir, das ist nicht aus dem Alltag weg und nicht aus den Köpfen. Und die Frage also, wie umgehen mit dem Rechtspopulismus, stellt sich für uns faktisch an jeden Infostand. Da müssen wir unsere Grundsätze im Praxistest unterziehen. Und auch deswegen war es Bernd und mir, dem Parteivorstand, so wichtig, dass wir diese Gesprächsoffensive starten. Reingehen in Stadtteile, wo die Menschen materiell nicht auf der Sonnenseite leben. Dass wir da wirklich auch Gespräche anbieten, unter freiem Himmel oder an den Haustüren klingeln. Und ich möchte von einer Begegnung berichten, die ist übrigens im Zuge der, als wir mit dem Mietai in Dresden waren. Ich finde die sehr beispielhaft, wie man vielleicht mit dem Problem umgehen kann. Als wir in Dresden mit dem Mietai waren, kam ein älteres Paar vorbei und ich sprach sie an. Der Mann sieht mich, mustert mich von oben bis unten, sieht dann das linke Schild, sieht den Mietai und sagt, ja, mit euch will ich nichts zu tun haben, ihr seid ja für dieses Flüchtlingspack. Es war so der Moment, wo man so zwischen zwei Reflexen sich entscheidet, beschimpfen und wegdrehen oder Verständnis heischend, nee, wir meinen das gar nicht so und so ernst meinen wir das nicht mit den Flüchtlingen. Ich habe mich gegen beide Varianten entschieden. Dann habe dann gesagt, ja wissen Sie, ich habe da eine grundlegend andere Meinung als Sie, da will ich Ihnen wirklich nicht nach dem Munde reden. Wenn Sie Politiker suchen, die opportunistisch ihr Fähnchen in den Wind hängen, Sie wären bei anderen Parteien fündig, bei uns wären Sie nicht. Und da passierte was bei dem Mann. Ich merkte so einen Funken von Respekt, der blieb erst mal stehen. Und dann habe ich eine Frage nachgeschoben, habe gesagt, nur mal eine Frage, wenn Sie sich durchsetzen und alle Geflüchteten abgeschoben werden, glauben Sie, dass es Ihnen sozial wirklich besser geht? Fragezeichen. Und dann kamen wir ins Gespräch. War spannend, dann mischte sich seine Frau ein, immer sehr hilfreich, ja, das Gespräch mit den Frauen zu führen. Die sagte nämlich, Siste, ich habe dir gesagt, du sollst sie nicht alle über einen Kamm schämen und berichtete dann. Und dann haben die mir was erzählt und ich finde, in dieser Geschichte, die mir erzählt haben, hat sich was verdichtet. Die waren jetzt gar nicht auf Hartz IV angewiesen, hatten aber im Zuge von Krankheiten und anderem nach einem langen Arbeitsleben eine sehr niedrige Rente. Sie bekamen an einem Tag zwei Briefe. Im ersten Brief ging es um die Rentenerhöhung. Die konntest du vergessen, in der Pfeife rauchen. Im zweiten Brief ging es um die Mieterhöhung. Die fiel richtig saftig aus. Und dann haben wir gesprochen, wie es zur Mieterhöhung kam in Dresden. Dass da die Privatisierung der Wohnungen ein Problem war, dass daran alle möglichen beteiligt waren, nur nicht Geflüchtete. Dann haben wir darüber gesprochen, wo jetzt gerade ihre Wohnungen sind. Die sind im Bestand einer größeren Heuschrecke. Dort im Aufsichtsrat sind auch verschiedene beteiligt, nur kein Geflüchteter. Und am Ende haben wir uns verabschiedet und ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass ich den gleich am nächsten Montag zu einer Nazi-Blockade-Aktion einladen kann. Aber ich hatte das Gefühl, es hat so einen Perspektivwechsel begonnen. Und da würde ich sagen, das ist genau unsere Aufgabe. Im Gespräch mit Leuten sein, reingehen ins Handgemenge, auf Augenhöhe zuhören. Und wenn wir auf was stoßen, was uns sozusagen an Deutungsmuster erinnert, die wir überhaupt nicht teilen, weder die Leute beschimpfen noch bestätigen, weil das eine wie das andere keine Veränderung gesellschaftlich bringt, maximal uns nur kurzfristig in Zuspruch kommt, sondern alles tun, um ein Umdenken hinzubekommen. Und ich finde, das ist genau der Unterschied zwischen rechts und links. Linke sagen, wir wollen soziale Gerechtigkeit für alle, ohne dass man den Stammbaum vorlegen muss und wir stellen die Frage nach Verantwortlichkeit anders. Wir legen uns wirklich mit den richtig starken Gegnern an. Das ist nicht immer bequem, sich mit allen Mietspekulanten, Rüstungslobbyisten, Superreichen und Konzernen anzulegen. Die haben nämlich eine mächtige Lobby. So. Aber sich mit diesen Gegnern anzulegen, das ist links. Sündenbockpolitik zu betreiben und nach unten zu treten, das ist rechts. Und da werden wir niemals mitmachen als Linke. Und ich bin froh, dass wir da so klar sind, auch weil wir jetzt erleben, dass sich anhand der Auseinandersetzung mit rechts eine neue Generation politisiert. Und das ist ein Pfund, mit dem wir umgehen müssen. Meine Jugend ist über Jahre hinweg in so einem postpolitischen Geist erzogen worden. Ach, kannst du ein bisschen links, ein bisschen rechts sein, wie so ein Menü, stellst dir was zusammen. Ja, da ein Möhrchen, da eine Bohne, ist egal, ob man links oder rechts ist. Das ist vorbei. Weil die Bedrohung durch den wachsenden Rechtspopulismus so stark wird, wollen auch immer mehr Leute, junge Leute Partei ergreifen und ich wünsche mir, dass sie ihr Partei ergreifen gegen rechts verbinden mit einer engen Zusammenarbeit und mit einer Mitgliedschaft bei der Linken. So, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben jetzt März 2017.
Ich schlage euch vor, dass wir uns auf einen gemeinsamen Pakt verständigen, zumindest auf das nächste halbe Jahr, vielleicht sogar noch länger. Es wäre sehr schön, dass wir sagen, alle lebendigen Kontroversen, die wir haben, vergessen wir nicht, führen wir gelegentlich, aber wir legen das Trennende etwas beiseite. Wir konzentrieren uns auf die Ziele, die wir wirklich gemeinsam haben. Wir gehen rein ins Handgemenge und wir können da selbstbewusst sein und müssen auch nicht immer wie das Kaninchen auf die Schlange, auf die Umfragen gucken. Wir sind nicht irgendwie einfach potenzielle Kanzlermacher. Wir sind Trendsetter, was die Debatte um gesellschaftliche Gerechtigkeit anbelangt. Wir haben Themen stark gemacht, die jetzt auf einmal sind. Und manchmal neigen wir Linken ja dazu, dass wir in Bündnissen, für Demonstrationen, für andere Maßnahmen total viel Arbeit übernehmen, Verantwortung für das Allgemeinwohl und dann sehr bescheiden sind, weil wir uns um alles Mögliche kümmern, vergessen wir die linke Fahne mitzubringen. Diese Zeiten müssen jetzt vorbei sein für die nächsten Monate. Ich finde, die nächsten Monate muss gelten, wo eine Genossin ist, wo ein Genosse ist, da ist die Partei. Deswegen habe ich was mitgebracht. Also wer kann, bringt eine Fahne mit. Ansonsten gilt diese Tasche. Hier ist die Linke, wo wir sind. Wir haben richtig was zu bieten. Wir legen los. Wir starten in den Wahlkampf. Auf uns kommt es an in diesem Wahljahr. Vielen Dank.